Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist Pink Spirit Talk. Time. Heute ganz ungewohnt, heute habt ihr mich nach langer Zeit mal wieder alleine im Ohr. Ich habe fast vergessen, diese Woche einen Podcast aufzunehmen, weil ich so im Flow war. Ich hatte Interviewgäste und dann war der Podcast immer schon fertig und ich durfte ihn nur noch hochladen. Aber heute bin ich wieder selber oder alleine in deinem Ohr. Natürlich steht neben mir mein Geistführer Gibi, der mich wieder durch diese Folge führt. Und unser heutiges Thema ist ein Thema, das mich die letzte Woche immer wieder in der Sitzung begleitet, wo immer wieder Thema ist, wo ich aber auch merke, dass es im Kollektiv ein ganz großes Thema ist und ich das Thema aus meinem Leben kenne. Thema, 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 sagt Gibi. Was ist das Thema? Das Thema ist Mitleid. Ein ganz großes Wort. Ich höre immer wieder in Readings oder in Jenseitskontakte oder privat, Annette, er tut mir einfach leid, sie tut mir einfach leid. Und ich kenne dieses Mitleid, weil dieses Mitleid ist oft so ein Problem von uns Gutmenschen, die so ein Stück weit mit dem Helfersyndrom ausgestattet sind. Vielleicht kennst du das ja. Und man ist in einem Mitgefühl, aber man geht über das Mitgefühl hinaus und man geht ins Mitleid. Und Mitleid ist immer Energie, die schwächt. Die schwächt nicht nur die Person, für die wir Mitleid haben, sondern sie schwächt vor allem uns selbst. Mitleid schafft Mitleiden. Mitleid. Ich bin immer so ein bisschen so, so ein Liebhaber von Worten auseinandernehme und es ist genauso wie Leidenschaft, die ab und an an Leidenschaft, Mitleid bringt Leid ins Leben. Zum einen, wenn ich jetzt für eine Person Mitleid habe, mache ich die Person klein. Ich weiß, dein Rebell in dir sagt jetzt aber Annette, ich mein's doch gut, aber gut meinen ist eben nicht immer gut für den Mitmenschen, für dich und Mitleid bringt immer die Energie mit, dass ich Mitleid habe und ich meinem Gegenüber nicht zutraue, dass er eine Lösung für sich findet oder dass er die Situation meistert, sondern dass er meine Energie benötigt, mit meiner Energie, Mitleid, damit es ihm besser geht. Und Mitleid wird auch vor allem auf der Beziehungsebene oft mit Liebe verwechselt. Ja, wenn ich einen Mensch kennenlerne, ja, der so schwere Schicksalsschläge hatte, ist es eben oft das Mitleid, das mich zu dem Menschen hinzieht oder mich zu dem Menschen bindet, aber nicht die Liebe. Und ich sage immer, versuch's einfach mal mit Mitgefühl. Mitgefühl, und das hört ihr schon am Wort, Mitleid, Mitgefühl. Ihr hört schon am Klang der beiden Wörter, und das ist oft auch so Zeichen oder so, ja, wie ich die Energie lese von Worte. Mitleid hat es sehr niedrige Schwingung, es ist schwer, es bringt eben Schwere mit sich, und Mitgefühl ist leichter, es bringt Leichtigkeit mit sich, aber auch Liebe. In Mitleid ist Schwere und keine Liebe, sondern es ist ja immer mit ihrer Absicht verbunden und mit Gefühl ist mit Leichtigkeit. Und dieses Mitleid schafft Leid. Wie gesagt, es schafft Leid für euren Gegenüber, weil ihr ihn damit klein macht oder sie ihr signalisiert damit, ich traue dir nicht zu, dass du es alleine schaffst oder dass du mit diesem Schicksal es ganz schwer hast im Leben. Und mit Gefühl bekundet meine Anteilnahme, dass ich da bin, aber dass es mich nicht unbedingt braucht, dass mein Gegenüber in eine Heilung geht oder dass es ihm besser geht. Wenn ich Mitleid habe, ist da immer eine Energie dabei, die mitschwingt, dass ich in eine Aktivität gehe, dass ich denke, ich muss mein Gegenüber retten. Ja, der tut mir so leid und er hat so viel Schlimmes erlebt. Ja, jetzt wird es aber Zeit, dass es ihm besser geht und ich fühle mich dann verantwortlich für mein Gegenüber, dass es ihm besser geht. Das ist oft ein Thema, auch bei Trauer. Ich habe bestimmt schon ganz oft in meinem Leben gesagt, das tut mir leid. Wobei das auch wieder was anderes ist wie, er tut mir leid oder sie tut mir leid. Wenn mir etwas leid tut, dann ist es die Situation und dieses es tut mir leid ist wieder das Mitgefühl. Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ja, aber wenn ich dann sage, du tust mir leid, nicht es tut mir leid und das ist ich weiß, das ist
denke jetzt vielleicht, Gibi sagt zu mir, die denke jetzt, wir sind heute Dibbele Schisser. Dibbele Schisser ist kurpelsisch und bedeutet Korindekacker. Ich finde halt kein anderes Wort. Sorry. Aber das ist so wichtig, diese zwei Wörter zu unterscheiden, weil wenn ich sage, es tut mir leid, ist es die Situation, die mir leid tut. Der Todesfall tut mir leid, der Unfall, der vielleicht passiert ist, tut mir leid, die Umstände tun mir leid. Ich nehme aber mit dem es tut mir leid die Situation an. Ich nehme an, wie sie ist. Ich nehme an, dass, keine Ahnung, von meinem Gegenüber gerade ein lieber Mensch ins Jenseits gewechselt ist. Mir tut die Situation leid. Wenn ich aber sage, du tust mir leid, dann verhafte ich mein Gegenüber mit seinem Schicksal. Ja, ich bringe zum Ausdruck, ey, du tust mir jetzt aber leid. Erstens halte ich ihm oder ihr nochmal vor Auge, ja, dass es gerade arme Sau ist, du tust mir leid. Und ich bringe gleichzeitig zum Ausdruck, mir geht's ja besser wie dir. Ich weiß, aber das schwingt alles mit. Ich bin nur jetzt sehr, sehr in der Tiefe mit euch energetisch. Und dieses du tust mir leid ist so, es tut deinem Gegenüber nicht leid und dir tut dein Gegenüber nicht gut, so rum. Oh mein Gott, ich kann nicht schneiden. Es tut deinem Gegenüber nicht gut und dir tut's auch nicht gut. Und ich möchte euch wirklich in einen Gedankenprozess zu bringen. Guck mal in deinem Leben zurück, wie oft dir Menschen Leid getan haben und wie oft dir die Situation Leid verschaffen hat. In meinem Leben war das so. Immer wenn ich mit Menschen Mitleid hatte, habe ich in meinem Leben Leid geschaffen, weil ich da mich für diese Menschen verantwortlich gefühlt habe. Und oft, ich kann jetzt nur in meinem Leben sprechen, habe ich mit diesem Mitleid meinem Gegenüber direkt die Tür aufgemacht mit meinem Helfersyndrom und diese Menschen durfte sich viel mehr erlauben wie andere Menschen, die durfte viel schneller und öfters über meine Grenze hinweggehen, vielleicht da auf mir rumtrete, also nicht immer auf meinem Körper, aber so von der Art und Weise, weil ich es immer entschuldigen konnte mit dem, was passiert ist, ja. Ja, ich weiß, er ist gerade schwierig, aber er tut mir einfach leid, ja. Kenne ich, habe ich schon so oft gesagt, egal ob in Beziehungen oder in Freundschaften, ja, von einem meiner Ex-Freunde sind die Eltern beide im Jenseits gewesen und ich habe oft viele Dinge entschuldigt, die ich heute nicht mehr entschuldigen würde, weil er hat mir so leid getan, ja, er hat seine Eltern so früh verloren, ja, und ja, der musste, wo ich dann auch zu der Freundin, ne, die Freundin appelliert habe, der muss euch doch auch leid tun, guck mal, was der arme Kerl alles bewältigen muss. Merkt ihr, wie ich den klein mache? Wie ich ihn wirklich in die, ne, klein mache und gar nicht in seine Größe lasse? Und das ist ja oft so Entschuldigung, dass man sich selber die Dinge schönredet, ja? Ich muss jetzt gerade, Gibi kriegt mir gerade das Bild Sommerhaus der Stars, die Folge, die gerade aktuell läuft. Jetzt schaut es wahrscheinlich nicht jeder von euch, aber da ist auch ein Paar drin, Bauer sucht Frau, ein Paar, wo auch so ist, dass er sie dauernd klein, erniedrigt, man kann schon sagen, erniedrigt und auf sie, ne, sie ihr dauernd sagt, dass sie gebärfreudiges Becken hat und dass sie eine Loserin ist und dass sie gar nichts kann. Und sie entschuldigt es immer, dass er ihr Leid tut, weil sie wegen ihr die Spiele nicht gewonnen haben. Die Realität ist eine andere. Die Realität ist, dass sie ihr Bestes gibt und er so ein Ego-Problem hat, dass er seine Partnerin immer klein halten muss. Und es ist auch ganz, und das ist gerade das Thema, das ist eine ganz gefährliche Kombo, wenn man immer Mitleid mit seinem Partner hat, weil oft, oder es kann immer die Möglichkeit geben, dass euren Partner oder eure Freundin oder wo auch immer dass dieses Mitleid ist, in der Freundschaft, in der Beziehung ausgenutzt wird. Weil dein Gegenüber spürt, dass du Mitleid hast und dass er jetzt eigentlich einen Freibrief hat, dass er alles machen kann oder im übertragenen Sinn. Und ich möchte wirklich an dich appellieren und an deinen Selbstwert. Du bist es wert, kein Mitleid zu haben. Du bist es wert, Mitgefühl zu haben. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich Mitleid habe oder Mitgefühl. Wenn ich Mitgefühl habe, dann drücke ich meine Empathie aus. Ich drücke meine Anteilnahme aus. Ich drücke aus, hey, ich verstehe dich. Mitleid, wenn ich sage, du tust mir leid, drückt es aus, dass ich mich gegenüber meines Gegenübers, was für einen Satz, über ihn stelle,
Ja, ich sage, okay, ich habe Mitleid mit dir, ich mache mich größer, ich mache ihn oder sie kleiner. Ich drücke gleichzeitig aus, oh, du tust mir leid, was können wir tun? Ich tue sofort suggerieren, okay, ich bin da, ich löse für dich das Problem. Und es kann nie die Lösung sein. Und oft ist es dann eben so, dass mit Mitleid wir über unsere Grenze hinausgehen, dass wir alles tun für unser Gegenüber, dass er aus dem Leid hinausgeht. Und oft ist es dann wirklich so, dass unser Gegenüber aus dem Leid rausgeht und wir sind in dem Leid drin. Wir werden enttäuscht, wir erkennen, okay, wir sind völlig über unsere Grenze gegangen, wir haben zu viel gegeben. Und oft betrifft dieses Mitleid eben Menschen, die zu viel geben und geben und geben, aber nichts zurückkommt. Versteht mich nicht falsch, ich sitze auch nicht da mit dem Klemmbrett und mache Strichliste, wie viel ich gegeben habe und wie viel zurückkommt. Aber man spürt, und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, weißt du, bei welchen Menschen du zu viel gegeben hast und wo nichts zurückkam. Und wir sind gerade im Kollektiv da draußen in einer Energie, die in eine Balance gehen möchte, die in die Acht gehen möchte. Acht ist Balance, also in der Numerologie Acht ist der Ausgleich, die Gerechtigkeit, und das soll gerade passieren. Und deswegen ist es auch so, vor allem in der Sitzung, wo ich ja erlebe, dass uns gerade eben diese Nummern wie eben ein Beispiel dafür Mitleid um die Ohren fällt, weil, ja, oder um die Ohren geschlagen wird von der geistigen Welt, weil mir endlich erkennen solle, es darf in die Balance gehen. Und mir wirkliche Achtsamkeit für unsere Worte finden dürfe. Also ich habe wirklich mir angewöhnt, seit ich, das habe ich in der Coaching-Ausbildung begonnen, immer mal wieder darauf zu achten, was ich eigentlich sage. Ja, und wenn du da wirklich mal so einen Tag dir in der Woche aussuchst, wo du mehr auf die Worte achtest, die du nach außen gibst, dann denke ich auch manchmal, oh Scheiße, ich habe jetzt wirklich gesagt, du tust mir leid. Wow, das war letzte Woche der Fall, wo ich gedacht habe, Annette, was ist los mit dir? Wo bist du im Ungleichgewicht, dass du ins Mitleid gehst? Und das sind auch so Wörter, so ich Mitleid, ja, wo man für sich dann einfach auch sieht, okay, irgendwo bin ich nicht in der Balance, in der Beziehung zu diesem Menschen, für den ich Mitleid empfinde. Ja, oder nächstes Wort, da kann man schon wieder fast eine eigene Podcast-Folge machen, ist das Wort Leidenschaft. Annette, ich mache das mit Leidenschaft. Da gehe bei mir schon die Alarmglocke hoch, weil wenn ich etwas mit Leidenschaft mache, ja, verliere ich oft an meine Grenze. Leidenschaft schafft Leiden, kann ich ja aus meinem Leben sagen. Ich bin jetzt seit 1.7. Vollzeitmedium und ich habe mich auf volle Pulle auf dieses Vollzeitmedium gestürzt, mit voller Leidenschaft, und habe dabei mich als Person vergessen, wo ich dann vor kurzem erkannt habe, Annette, überall predigst du. Leb das Leben, in jedem Jenseitskontakt bekommst du das gesagt, wo lebst du gerade dein Leben, und hab wieder für mich die Dinge umgestellt. Also, was will ich euch heute mitgeben? Nicht nur Mitgefühl versus Mitleid, Leidenschaft, was Leidenschaft, guckt mal hin, was die Worte sagen. Also ich bin halt auch immer so ein Freak, der Wörter auseinander nimmt. Enttäuschung. Ich bin enttäuscht. Die Täuschung ist zu Ende. Jetzt sind wir mal ehrlich, dir kann nichts Besseres passieren, wie dass die Täuschung zu Ende ist. Also kann doch dir auch nichts Besseres passieren, wie enttäuscht zu werden. Ist immer eine Sache der Perspektive. Wenn ich enttäuscht bin, Annette, dann gucke ich hin. Wo waren meine Erwartungen zu hoch? Warum konnte ich überhaupt enttäuscht werden? Und auch hier muss ich dann oft feststellen, dass ich nicht bei mir war. Und ja, es gibt aber auch Enttäuschungen, die einfach eine Täuschung waren. Ja, muss man jetzt auch ehrlich sein. Es hat nicht immer zu 100% alles mit dir zu tun, aber eben vieles. Ja, und Enttäuschung, die Täuschung ist zu Ende. Juhu, kann man doch nur sagen. Ein Kapitel ist wieder zu Ende. Schaut immer wieder hin. Wie bin ich in die Situation gerade? Aber was hat das mit mir zu tun? Ich habe euch im Newsletter geschrieben, der Oktober bringt nochmal enorme Klarheit mit. Klarheit zu dir selbst. Wo stehst du? Wo ist dein Standpunkt aktuell? Wie gehst du mit dir um? Wie gut sorgst du für dich? Und es geht nicht darum, das Außen zu beleuchten, sondern dich selbst zu beleuchten. Ja? Zu gucken, wo stehe ich? Und wenn es mit den Worten anfängt, Mitleid versus Mitgefühl.
Das nächste, was im Moment auch ein ganz großes Thema für die geistige Welt ist, wo die geistige Welt im Moment enorm Wert drauf legt, wie ich das betone, ist Entwicklung. Die geistige Welt spricht nicht mehr von der Entwicklung, sondern sie spricht von der Entwicklung. Merkt ihr, ich bin beim gleichen Wort und trotzdem bin ich jetzt im Namen der geistigen Welt wieder ein Korinthekacker und sage Entwicklung. Und es ist mir in den letzten Wochen in den Readings, vor allem mit Gibi, enorm aufgefallen, dass er immer Wert drauf gelegt hat, dass ich gesagt habe, Entwicklung und nicht Entwicklung. Und dann habe ich gesagt, Gibi, was soll das? Warum ist das so wichtig? Und er mir erklärt hat, schau, Annette, ihr entwickelt euch gerade. Ihr entwickelt euch. Dann habe ich gesagt, gib's mir genauer. Und dann hat er mir einen Wollknäuel gezeigt, ja? Ein Wollknäuel, der total verknottelt war, verknotet. Verknottelt war kurpelzig, verknotet. Wo er mir gezeigt hat, das bist du, Annette. Oder das warst du. Und der Entwicklung hast du begonnen, dich zu entwirren. Du kommst aus diesem Wirrwarr raus und wirst immer mehr klar. Du gehst in die Entwicklung. Du wickelst dich aus dem Chaos, aus der Manipulation, aus der Unklarheit heraus in eine Klarheit. Vielleicht ist es so deutlich, also es ist im Moment krass von der Wortfindung, was die geistige Welt mir zeigt, worum es geht und wo so viel Inhalt dabei ist. Wirklich, ich habe in der letzten Woche in fast jeder Sitzung war das Thema Entwicklung. Ganz, 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 ganz viele Sitzungen, wo es um das Thema Mitleid ging versus Mitgefühl. Und viele Enttäuschungen, die im Oktober zu Ende sind, weil meine Klarheit geht und versteht. Vielleicht auch, was ich mit dem Mensch nochmal lernen durfte, der mir Enttäuschung beschert hat. Und ich meine jetzt wirklich beschert, weil ja, Enttäuschung tut mir, Annette, auch weh. Definitiv. Das ist mit Schmerz verbunden, oft damit, dass ich bei Wege trenne oder. Aber es ist ja immer ein Geschenk, weil ich immer noch mal hingucken kann, okay, wo war ich im Ungleichgewicht? Warum hat die Enttäuschung stattfinden können? Wo habe ich mich täuschen lassen? Oder wo habe ich mich selbst getäuscht? Da käme ich zum Beispiel wieder zu dem Thema Mitleid, dass ich Dinge schönrede. Ja, sie tut mir leid und deswegen tue ich das, die Dinge schönrede und mir so ein Leid schaffe, indem ich in die Enttäuschung gehe. Und ihr seht, ne, wie das zusammenhängt, gibt mir gerade Gibi, ne? Also angenommen, ja, ich habe einen Menschen in meinem Leben, für den ich Mitleid hatte, ja, und alles gegeben hat und sie tut mir so leid oder er tut mir so leid. Und es oft auch schön geredet habe, wenn ich gesehen habe, dass es nicht meine Werte entspricht, wie die Person sich verhält oder über die Grenze hinausgeht. So, was passiert? Dieses Mitleid schafft bei mir Leid, ja. So, ich gehe praktisch in die Enttäuschung rein, das heißt, ich wurde getäuscht. In dem Fall hätte ich mich selbst getäuscht, weil dieses Mitleid hat mich dazu veranlasst, mich selbst zu täuschen und die Dinge schön zu reden. Und wenn ich dann in die Klarheit gehe und die Dinge erkenne, was passiert? Ich bin entwickelt. Geile Scheiße, oder? Ich feiere es gerade, weil der Anfang vom Podcast war, den mir Gibi vorgegeben hat, ich soll das Thema Mitleid versus Mitgefühl. Und dann hat er mir die Wörter immer wieder gegeben und eben die Erklärung dazu. Und so ist die Kommunikation mit der geistigen Welt und mit dem Geistführer. Und ich hoffe, ich konnte heute etwas Klarheit in dein Leben bringen. Denk daran, der Oktober bringt eine krasse Klarheit mit. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch heute einen mega schönen Samstag. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, ein pinkes Wochenende. Ich freue mich auf morgen. Morgen ist die liebe Miriam Winkler zu Gast und mir stelle das Wort, das Buch von Pablo vor. Und ich darf Jenseitskontakte geben. Was passiert im Oktober noch? Nächstes Wochenende ist Patrick Petrazzoli zu Gast und es hat tatsächlich noch Plätze frei für unseren gemeinsamen Heilerabend am 14.10. und bei einem Workshop von Patrick am 15. und 16.10. hier in Bammental. Achtung, Location-Änderung. Der Workshop ist jetzt in Bammental auf Wunsch von Patrick. Was passiert noch im Oktober? Am 20.10. habe ich noch meine Online-Meditation. Sei gerne dabei. Ich freue mich auf dich. Was machen wir da? Eine live geführte Meditation von meinem Geistführer Gibi. Und am 24.10. geht's nach Österreich und ich freue mich schon wie Schnitzel. Und wo wir jetzt gerade beim Werbeblock sind, am 3. und 4.11.
sind wieder Zirkeltermine online, einmal für Fortgeschrittene und einmal für Anfänger und nicht so geübt. Und jetzt möchte ich den Podcast auch nochmal dazu nutzen, wie die sozialen Netzwerke. Anfänger und nicht Geübte bedeutet, wenn du noch nie bei so etwas dabei warst, zu üben, oder wenn du schon bei Workshops oder einem Zirkel teilgenommen hast und noch nicht so in der Sicherheit bist, noch nicht so ganz alles klar ist und ja, du dich auch noch nicht so traust, die Dinge auszusprechen, die du wahrnimmst. Fortgeschrittene sind für mich nicht nur Menschen, die in der Ausbildung sind, sondern die schon viele Workshops besucht haben, die ein Grundwissen haben, ja, wo ich nicht mehr erkläre darf, wie ein Jenseitskontakt funktioniert oder wie Energielese funktioniert, also wo die Theorie einfach schon da ist und wo mir einfach direkt in die Tiefe der Übungen einsteigen darf. Ich hoffe, ich habe es jetzt so richtig erklärt und ich wünsche euch heute ein mega schöner Samstag, das habe ich schon gesagt, Gibi. Ich wünsche euch ein pinkes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ganz wichtig, sing pink, euer pinkes Medium aus der Kurpals.